Yo, was geht, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Bevor wir in das eigentliche Video reingehen, haben wir passend zum Team of the Year eine kleine Kooperation mit meinem Partner Lootboy. Ich denke, die meisten kennen Lootboy schon. Man kann es über iOS, Android, über den PC, über Tablet, alles kann man es nutzen. Und sie haben passend zum Team of the Year wieder das garantierte FIFA Points Pack, wenn man 10 Packs mit Diamanten, die man sich ja craften kann, ja, durch Aufgaben oder ja, durch Echtgeld 9,99 Euro kauft, ja, kriegt man wieder ein garantiertes FIFA Points Pack, wo FIFA Points im Wert von 500 bis 12.000 drin sein können. Aber auch in den einzelnen Packs, die man kauft, kann man sie ziehen. Und diesmal haben sie eine Aktion. Ich nehme das Video ein bisschen früher auf. Im Hintergrund seht ihr noch Ronaldinho. Dieses Mal, der leider nicht ins Team of the Year geschafft hat, zumindest nicht in den besten 11. Vielleicht kommt er noch als 12. Mann, was ich nicht glaube. Ein unterschriebenes Trikot von Karim Benzema. Und ja, gucken wir mal, was wir ziehen können. Ich würde sagen, wir gehen mal in 10 Packs rein und schauen, was wir dann zusammen hier rausziehen können. Let's go. Okay, erstes Pack. Ihr seht noch im Hintergrund steht Headliner. Wie gesagt, ich nehme das ein bisschen früher auf. Bei euch wird es schon ein Team of the Year Design sein. Okay. Wenn einer von euch ein Rennspiel-Fan ist, gerne melden. Ich kann euch den Code weiterleiten. Come on, Lootboy. Was können wir noch bekommen? Wow, ist, ey, One Piece? Warte mal, das muss ich mir mal angucken. Okay, wenn von euch einer One Piece spielt, hier ist der Code, gerne einlösen. Wusste ich gar nicht, dass es ein One Piece Spiel gibt. Gut, aus den normalen Packs konnten wir leider nichts ziehen. Ich habe von Looper noch ein extra FIFA Points bekommen. Normal kriegt ihr wieder nur eins. Die Aktion mit den garantierten FIFA Points geht auch nur bis Sonntag, 23.59 Uhr. Also nur damit ihr Bescheid wisst. Und dann gucken wir mal, was wir hier rausziehen können. Oh mein Gott! Was? Das sind, glaube ich, 50 Euro, ne? Das ist ein Wert von 50 Euro. Ich mache noch hier das auf. Ich glaube, eins werde ich einfach im Stream verlosen. Und eins werde ich, denke ich, jetzt, wer ja zuerst kommt, mal zuerst kommt, nach dem Motto. Und zwar, das ist das 500er. Das 500er wird jetzt hier, wer ja zuerst kommt, mal zuerst. Erinnert mich morgen oder heute, wenn ich streamen werde, daran, diese 4 Points im Wert von 50 Euro zu verlosen. Also, man muss sagen, man kann Glück haben oder Pech haben. Also hier hat man wieder Pech. Hier hat man halt Big Win gemacht. Ja, 50er rausgeholt. Schickt gerne Lootboy unten in der Videobeschreibung ab oder im angepinnten Kommentarbereich. Und hier unten ist ein Code. Da kriegt ihr nochmal 10 Diamanten und 2000 Münzen gratis dazu. Als kleine Starthilfe. Der Code steht hier unten. Den habe ich noch nicht bekommen, aber den werde ich hier unten einfügen. Da werdet ihr es sehen und werdet auch in der Videobeschreibung oder im angepinnten Kommentar finden. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und ab geht's mit dem Eigentlichen. So, ich hoffe, man sieht den Blick. Den Pick ziehen wir einfach durch. Steckt Scheiß drauf, weil da kommt eh nichts. Den Pick ziehen wir direkt durch. Kommt eh Müll. Ist Cassie noch was wert? Scheiß drauf, ich nehme das Cassie mit. Der ist wenigstens spielbar. Kurzes Update von mir. Ich werde keine Rare-Karten investieren, wenn überhaupt kurz vorher. Mein Ziel ist es, bis nächste Woche Freitag über 500 Packs hier zu haben von der Ligen-SBC. Diese Prime-gemischten Spielerset, das sind die schlechtesten Packs von mir. Danach kommt nur alles mit Rating. Also ich glaube, davon habe ich vielleicht 20, 30 und über 100 Packs sind alles mit Rating, Jungs. Ja, die werden bloß nicht angezeigt. Und ich werde jetzt heute zum Beispiel nur die Stürmer-Packs öffnen und vielleicht ein paar von diesen Prime-gemischten Spielersets zwischen den Spielen. Ich werde erst anfangen mit den Packs öffnen, wenn alle drin sind. Aber heute zum Beispiel haben wir hier von denen hier 4 Stück. Und ich habe von denen hier nochmal 85x3 irgendwo hinten versteckt. Das wird gleich hoffentlich angezeigt. Ansonsten muss ich über die Web-App öffnen. Dann würde ich sagen, fangen wir erstmal mit den 83x3 Packs an. 4 Stück. Vielleicht haben wir Glück, aber ich hoffe mir jetzt nichts. Vielleicht haben wir Glück, vielleicht auch nicht. Wir schauen mal. Wir schauen. Oh, ist schon mal ein Walkout. Ja, ist not bad. Ist schon mal ein Walkout. Den nehmen wir mit. Dybala. Ja, ist gut für Harry Kane. Harry Kane will ja heute auch noch machen. Okay, gehen wir rein, Chat. Nächstes 83x3. Stürmerpack, come on, yay. Please. Ja, das ist Dogshit. Aber von denen erhoffe ich mir eh nichts, jetzt bin ich ehrlich mit euch. Von diesen Packs erhoffe ich mir... Okay, so schlecht muss aber auch nicht sein, EA. Okay, 2 haben wir noch. Und dann gucken wir mal, wo das 85x3 ist. Dann muss ich sonst notfalls muss ich über die Web-App öffnen. Come on. Wer ist, kann das sein? Ja, absolut Mülltüren. Mitrovic. Aber wenigstens für Harry Kane. Ja, haben wir schon mal einen Impfform 84er. Mitrovic nehmen wir mit. Okay, letzte Chance aus dem 83er. Sonst ja, muss das 85er regeln. Ich habe schon gesehen, dass 85er haben einige einen Toti gezogen. Also 85er ist das größte Potenzial drin, einen Toti zu ziehen. Aber vielleicht kommen wir aus dem 83er. Komm,
Bock an wenigstens. So bad, man. Come on, give me one. Give me one. Give me one. Give me ein. Give me ein. Come on, blau. Oh, aber in Form. Walkout. Ah, das Monier, den habe ich schon. Fuck. Ja, muss ich Dings machen jetzt. Das ist ein nice Pack. Das 3x85er Pack. Please, mach es blau, Digga. Mach es blau am In. Ich nehme auch einen Lewandowski, ey. Wo ist die Scheiße? Da ist es. Please, man. Seid ihr ready, Chat? You there? Inshallah Toti, man. Inshallah Toti, okay. 3x85. Please, blau. Mach es blau. Nein! Oh, es ist La Caca, mein Arsch, Alter. It's fucking La Caca, man. Oh, wow, waste. Okay, wir gehen rein, Chat. Leider heute kein Toti gezogen, aber für mich fängt jetzt die Jagd nach den Totis erst nächste Woche an, wenn alle drin sind. Dann werde ich, ja, mein Ziel wird das sein, 500 plus Packs vorzubereiten, also gute Packs vorzubereiten, ja. Und dann werden wir versuchen, nächste Woche dann einen zu ziehen. Jetzt unter der Woche ziehe ich halt immer nur diese garantierten Angreifer, Mittelfeld- und Verteidiger-Packs. Und da habe ich leider kein Pack-Luck gehabt. Ja, viele Abonnenten hat der Pack-Luck gehabt, aber ich nicht. Aber wir haben trotzdem einen Toti heute im Team. Und zwar den einzigen, den ich mir noch so leisten kann. Bisschen weniger noch oder bisschen mehr Coins hätte ich mir sogar Messi leisten können. Vielleicht Sonntag, vielleicht testen wir Sonntag Messi. Aber heute, ja, vielleicht, ich glaube, ich mache jetzt schon wieder Minus mit den Lewandowski. Der ist nur am Troppen. Aber für den Content habe ich mir jetzt mal reingeholt. 1,76 Millionen. Sieht wirklich wie letztes Jahr geistgestellt aus. Ich glaube sogar noch ein Ticken besser als letztes Jahr. Ich bin gespannt, wie er sich spielen lässt. Daneben haben wir den nächsten LKW. Harry Kane, der kam heute raus, den haben wir auch noch reingetan. Der sieht nicht mal so schlecht aus für einen Zehner. Ansonsten haben wir den Prime Makelele noch am Start, den testen wir ein bisschen. Den Werde haben wir heute noch gemacht. 5-Sterne-Skills, ich hoffe, das ist kein Anzeige-Bug. Der hat wirklich 5-Sterne-Skills. Und dann haben wir noch den Sanchez am Start, der ja absolut vercrackt aussieht und nur 14.000 kostet. Das ist auch gestört. Ito noch als Super-Sub am Start. Und dann würde ich sagen, haben wir genug gequatscht und gehen rein. Let's go, erster Gegner. Wir gucken den ersten Gegner an. Wir spielen, heute vergessen zu sagen, wir spielen wieder abwechselnd. Also einmal PS4, dann spielen wir dann nächste Spieler PS5, dann wieder PS4, PS5, PS4. Ich will mal gucken, welche Version mir jetzt nach dem Patch besser gefällt. Beide waren besser als vor dem Patch. Deswegen, ich teste es heute nochmal ein bisschen in der Weekend League. Ja. Das. Alter, was? Lewandowski, Mann! Team of the Shit, Digga! Ja, Vinicius, Digga. 85 Vinicius macht den mit linken Fuß. Lewandowski, keine Ausreden. Nicht, oh, Weakfoot und so eine Scheiße. Ja, schon ganz anderes Level hier, PS5. Das Team sieht schon ganz anders aus, aber wir gucken mal, Chat. Doch, Fandasa, das ist nicht dein Ernst, Fandasa. Fuck it, man. PS5 nur Öler und dann noch so eine Scheiße hier mit trägen Scheiß-Gameplay. Und mein Fandasa hält nix. Come on, Fandasa, do something! What? Komm, hier oben, oben, oben. Für 11 Meter! Yes! Come on! Get me back in the game! Stark werde ich, man. Let's go! Wichtig! Bisschen lucky, aber take it. Komm, zurück im Spiel, Jungs. Was ein Run von Werder, Junge. 3 Sterne Bigfoot. 3 Sterne Bigfoot macht kein Problem, ist gar kein Problem. Nein, das ist nicht 3 Sterne Bigfoot, oder? Doch, 3 Sterne Bigfoot, glaube ich. Scheiß drauf. Juckt ihn nicht. Mann. Werder. Geiler Mann. Komm, Lewandowski. Werder wieder durch. Werder ist wieder durch. Torwart frei. Let's go, Werder, Mann. Diese Runs aus der Tiefe. Digga, warum steht keiner in der Mitte? Komm, Kane. Kane! Harry Kane! Ey, das ist nicht so unbeweglich, Chat. Nicht so unbeweglich gerade. Let's go, Alter. Einfach gedreht das Spiel. Ja, jetzt komme ich wieder hinten nicht wieder raus. Perfekt, Digga. Ich liebe es, wenn man hinten nicht rauskommt. Digga, ich liebe dieses. Digga! Kane, finish. Let's go, Alter, was ein Finisher. Der Tor hat bewegt, ne, Chat? Und der Kane hat irgendwie schwarze Haare. Der hat schwarze Haare und der Tor hat bewegt und trotzdem ist er reingegangen. Okay, PS4 wieder. FC Berlin. Ach du. Das ist ein krasses Team, Jungs. Hier, frisst deine eigene Medizin, Gnabelo. Friss das, Junge! Harry Kane, man! Let's go! Der haarige Kane, man!
Harry Kane! Oh! Digga, Harry Kane ist so. Das ist schön, der ist so krass. Oh mein Gott, Harry Kane, stop! Also müsste er jetzt zurückkommen, der Gegner. Wisst ihr, was ich meine? Bei ihm clean, bei mir wieder zum Gegner. Guck mal, schon wieder. Das ist gestört, Chat. Das ist gestört, Chat. Fuck you. Steck ihn euch in dein Arschloch rein, Junge. PS5 wieder. Garinja, Mbappé, Puskas. Alter, das wird anstrengend auf der PS5. Ja, KT musst du machen. Oh, come on, Game. So bad eigentlich der Gegner. Digga, es ist so wahr. Es ist nicht fair, Digga. Lewandowski, bitte. Let's go! Come on, Lewandowski. Oben. Kane. Oh, ja! Oh mein Gott, Kane ist so gut, Chat. Ey, Kane ist so gut. Ey, das ist ein zweiter Schuss, ne? Komm, hoch. Digga, wieder Latte, Mann. Der Typ hat so Glück, Digga. Wieso? Let's go. Jawohl. Fuck him, Vinicius. Fuck you. Was ein Ball, komm. Ito. Ah, du Bastard, Ito. Egal, Pato. Wenn der Ito nicht macht, macht der Pato den. Next game. PS4 wieder. Wieder dieser R9. Wieder Puskas. Petit. Das ist meiner. Digga, Fandasa hält gar nichts. Ich schwör, ich hab keinen Bock mehr auf den Fandasa. Let's go! Werde, Junge, 3 Sterne Weakfoot, ne? Das geht durch. Das war's. Das machst du selber. Let's go. Digga, wie beweglich, Digga, habt ihr gesehen? Alter, wie beweglich, Lewandowski. Mit links? Oh mein, was war das denn, Chat? Das war abgefälscht, safe abgefälscht. PS5 wieder. Team, Slice, Icardi, Ballack. Okay. Nein, nicht so eine billige Scheiße. Komm, hol den. Digga, so schlecht, Jungs! Ich könnte kotzen! Kane. Please, Kane. Ja, er ist so good, man. Er ist so good. Er ist so fucking good. Digga, er läuft einfach. Ey, Junge. Ey, geht's dir gut, Spiel? Er ist faul. Ja, gib jetzt gelb noch. Gelb oder rot. Da, Junge, in dein Gesicht, Junge. Bam, 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 Junge. Was ein Strike, Junge. Spring doch. Aha! Lewandowski? Lewandowski! Alter, was geht denn auf einmal ab mit den Beinen da vorne, Junge? Das ist ein Pass von Makelele, glaube ich. Lewandowski, easy finish. Ja, wow, man. Oh, wow, bro. So, wieder PS4. Cantona, Makelele. Ja, so ekelhaft. Dieses Gebacke, Digga. Komm, Lewandowski. Der ist abseits. Muss. Kein Abseits am Fuck. I'm fucked, ja. Okay, nächster Gegner jetzt auf der PS5. Super Kickers. Ja, wieder Cantona, Mann.
5-Stelle Weakfoot, der Wichser. Torbewegt, juckt nicht! Kriegerschuss! Harry Kane ist so gut, Chat. Harry Kane ist so gut. Der Torbewegt, juckt ein Scheiß, Digga. Harry Kane ist der Best. He is the Best, Chat. Lewandowski, oh mein Gott, so gut, Lewandowski. So gut, Lewandowski, Alter. Werde. Oh mein Gott, so gut, Werde, Digga. Ey, ich schwör's, die Karte ist so krass, Digga. Ich schwör's dir. Der Werde ist so gut. Letztes Spiel für heute, Puskas Banshees 11. Aber es ist nicht nur in Gaming, oder? Finish! Elfmeter, Freistoß. Jawohl, let's go. Oh mein Gott! Er hat sogar ein Spiel eingestellt! Er hat sogar ein Spiel eingestellt, Chat! Er hat sogar ein Spiel eingestellt und er haut es in den Winkel! Oh mein Gott! Ah, dann macht er so ein scheiß Dogshit-Tor, Mann! Nein. Oh, wieder ausgekontert. Come on. Starken mit den eigenen Medizin. Schieß! 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 Oh, okay, Chat, noch eine kleine Teambewertung. Wir haben mit 7-2 beendet, 5 Spiele auf der PS5, 4 Spiele auf der PS4. Ich werde wahrscheinlich erstmal so weitermachen, abwechseln und dann schauen, was mir besser gefällt. Eigentlich gefällt mir PS5 ganz gut, außer das ganze Bunker da und diese ganzen Bunker und langen Bälle-Meter. Okay, dann tschüss. 14.000 Münzen ist fast Abschluss, ne? Und ich bin ehrlich mit euch, das klingt jetzt krass, aber ich finde, das ist mit einer der besten IVs, die ich gespielt habe. Er ist ungefähr wie McClure in dünn. Der ist nicht so fett wie McClure, aber der ist genauso schnell wie McClure. Super beweglich, gutes Tackling, gutes Stellungsspiel, gut in der Luft. Ich kann mich nicht beschweren, ich bin ehrlich mit euch. Würdet ihr mich fragen, wie viel würdest du sagen, kostet der? Ich würde sagen 100k, 120k würde ich sagen, mal 10 würde ich das mal sagen. Digga, 14.000, für mich persönlich Top 3 IV, die ich bis jetzt gespielt habe. Für 14.000. Also Preis-Leistung ist nicht eine 10 von 10, ist eine 12 von 10. Testet mal aus, ihr könnt ja eh nichts verlieren. Ja, 3.000, bezahlt ihr über den Abstoß. Ich finde ihn wirklich geistgeschützt. Besonders wenn du den mit einer dickeren IV, ja, der trotzdem natürlich schnell und beweglich ist, spielst. Geile Kombo, die beiden. Hat mir sehr gut gefallen heute, die beiden in der IV. Gehen wir weiter zu erstmal Makelele. Und ich muss sagen, ey, hat mir sehr gut gefallen. Ob er die 7.000 Münzen wert ist? Ich denke schon. Ich bin ehrlich, ich denke sogar schon. Vielleicht wird er noch ein bisschen droppen. Aber ich muss sagen, der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also wie Kanté in seinen sehr, sehr guten Zeiten. Vielleicht sogar besser als Kanté, ja? In seinen guten Zeiten. Natürlich wird wahrscheinlich Team of the Year Kanté, der kommt, um einiges besser sein. Aber der hat mir jetzt schon, oder heute schon, sehr, sehr gut auf der 6 gefallen. Beweglich, schnell, gutes Stellungsspiel, gut abgeräumt. Ich kann nicht meckern. Der hat wirklich das gemacht, was ich haben wollte. Einfach nur hinten geblieben, alles abgeräumt, Bälle verteilt. Mehr will ich gar nicht. Sehr, sehr gut. Ich würde sogar wahrscheinlich sagen, er ist die 7.000 wert. Aber wird wahrscheinlich die nächsten Wochen ein bisschen sinken. Aber hat mir sehr, sehr gut gefallen. Dann gehen wir weiter zu Werde. Freispielbare Karte. Top, Digga. Absolut top. Auch wenn er hier nur in Anführungsstrichen 5 Tore und eine Vorlage gemacht hat. Er hat über die Außen gespielt und als rechter ZM-Spieler. Also als offensiver Achter noch, ja. Natürlich war er ein bisschen öfters vorne, weil ich nicht hinten bleiben gegeben habe. Und ich muss sagen, Digga, das ist wahrscheinlich die beste Meta-Freispielbare Karte, die wir schon seit langem mal hatten. Er hat mir sehr gut gefallen. Super schnell, gutes Stellungsspiel, gute Runs, gut beweglich. 5 Sterne Skills, 3 Sterne Weakfoot, fühlt sich wie 4 an, für mich persönlich. Wirklich, hat heute sehr, sehr viele Dinge mit, auch mit rechts gemacht, was man nicht von vielen 3 Sterne Weakfoot Leuten behaupten kann. Wenn ihr Zeit habt, ich habe nicht so lange dafür gebraucht. Die meisten quitten bei 1-0, lohnt sich auf jeden Fall als Sub oder als Flügelspieler oder auch in der Mitte. Obwohl mit 3 Sterne Weakfoot, wie gesagt, kann natürlich trotzdem reinscheißen, aber wie gesagt, hat sich wie 4 Sterne angefühlt. Ich finde ihn absolut top. Auch eine super Karte heute gewesen. Und dann haben wir noch, Lewandowski und Harry Kane. Fangen wir mal mit Harry Kane an. Kostet, glaube ich, 350k die SBC. Und ich muss ehrlich sagen, Digga, hat meine Erwartungen überschritten oder übertroffen. Klar, sehr, sehr viel Coins. Und für den einen oder anderen
Öler oder Schwitzer ist er nix. Ja, bin ich ehrlich mit euch. Klar, der ist, ich sag euch, er ist für seine Körpergröße wirklich viel beweglicher, als ich gedacht habe. Ja, wirklich viel beweglicher. Aber er ist immer noch kein Messi, kein Neymar. Ja, und der hat nur 3 Sterne Skills. Man muss halt damit klarkommen. Wenn du sagst, ich akzeptiere das, dann ist er wirklich nice. Ich bin ehrlich mit, er fühlt sich schnell an, der fühlt sich nicht mal langsam an, der andere fühlt sich nicht mal so langsam, obwohl man sagen muss, er ist halt nicht der mega schnellste, ne? Aber er ist nicht so langsam, wie man denkt. Finishing geistesgestört. Linker und rechter Fuß. Und ich hatte heute, glaube ich, 3-4 Situationen gehabt, wo der Gegner den Torwart in die richtige Ecke gemoved hat. Das juckt ihn nicht. Er hat so krasse Schusskraft, er schießt durch den Torwart durch. Selbst der Gegner wurde sogar bestraft dafür, dass er in die richtige Ecke bewegt wurde. Das ist krass. Also Schuss und Finishing. Geistgestört, Stellungsspiel, Runs, geistgestört, Pässe, nice, bis zum geht nicht mehr. Ruhe wird sehr, sehr nice, Dribbling wieder viel besser als gedacht, für seine Körpergröße, müsst ihr mal so denken. Körper sehr, sehr nice, er hat auch ein Kopfballtor gemacht, hat mir sehr gut gefallen. Ich würde wahrscheinlich jetzt nicht 350k für ihn bezahlen, aber wenn du sagst, ey, Team of the Year, ich weiß nicht wohin mit meinem Futter, ich habe so viel Upgrade-Packs, ich will jetzt nicht non-stop Icon-Player-Picks ballern. Ey, ich kann ihn nur empfehlen, er hat mir sehr gut gefallen heute, war wirklich eine sehr, sehr geile Karte. Und dann haben wir noch Robert Lewandowski. Am Anfang hat es noch nicht so gut funktioniert, aber im Nachhinein wurde er immer besser. Je länger ich ihn gespielt habe, desto besser wurde der. Ihr bekommt genau das, was ihr hier seht, ne? Er ist wie Real Life, Jungs. Sag ich das? Er ist wie Real Life. Ein effizienter Finisher. Er ist schnell. Er ist. Das hat mich sehr verwundert. Sehr, sehr beweglich. Ja? Für seine Körpergröße, seinen fetten Körperbau hätte ich nicht gedacht, dass er so beweglich ist. Er ist wirklich sehr beweglich auf der PS4 und auf der PS5. Finishing müssen wir nicht diskutieren. Auch ganz geil. Ich muss sagen, man spürt aber trotzdem hier seinen 4-Sterne-Weakfoot. Ja, das ist, man merkt schon, wenn du mit linken Fuß von Kane schießt, ist noch viel heftiger als von Lewandowski mit dem linken Fuß. Aber auch er kann natürlich die meisten Dinger trotzdem reinmachen. Und vor dem Tor wieder eiskalt. Pässe waren auch solide, Körper auch nice. Ihr kriegt das, was ihr seht. Ob ihr dann sagt, ey, der ist mir 1,76 oder 1,7 oder 1,6 oder wo er jetzt hinstroppt oder hochsteigt, wert, das müsst ihr selber wissen. Wenn ihr ihn zieht, ich sag euch so, ist auf jeden Fall eine geile Karte. Natürlich, man muss sagen, keine Metakarte, ne? Obwohl er halt mega beweglich ist, hat er nur die 4 Sterne Skills. So, die ganzen Öler werden wahrscheinlich nicht spielen. Aber wenn du so einer bist, der einfach nur ein bisschen spielen will, ein bisschen Weekend zocken will, Digga, der ist eine Macht. Der ist auf jeden Fall eine Macht. Jeder muss aber selber entscheiden, ob er die Münzen wert ist. Ich persönlich würde sagen, wie viel würde ich für ihn bezahlen? 1 Million bis 1,2 vielleicht, würde ich sagen. Der hat mir sogar viel besser als letztes Jahr gefallen, bin ich ehrlich mit euch. Weil er einfach viel beweglicher war als letztes Jahr. Also das macht viel aus, finde ich. Ja. Für meinen Spielstil, dieser linke Stick-Tripling, Digga, habt ihr vielleicht schon gesehen. Ball angenommen, kurz bewegt, Finish. Das war schon sehr, sehr nice. Also das Team generell hat mir sehr, sehr gut gefallen. Außer Seedorf war eigentlich jeder hier im Team top. Und hier Fanas, da muss ich echt mal überlegen, was ich mit dem mache. Ansonsten, ja, werden wir morgen oder übermorgen wahrscheinlich dann weiter zocken mit der Weekend League. Da kommen ja die Mittelfeldspieler. Vielleicht habe ich da genug Coins für den guten Lionel Messi. Aber ich muss schauen, weil ich werde auch weiterhin meine Packs natürlich craften.